Ja, warte mal. Nee, ich habe um 19:30 angefangen. Okay. Ich habe gerade überlegt, aber ich habe ja eh Zeit, das heißt, kann auch überziehen, theoretisch. Wie gesagt, ich habe ja das Ding für 2 Stunden angesetzt. Aber wenn natürlich Leute dann auch Lust haben, ist es ja gar kein Problem. Ach, wir haben die dringende Quest freigeschaltet. Aber wir machen zuerst Organ. So. Chat. Das. Organ. Zack. Und fertig. Ich habe meine Wasserwaffe. Ich nehme die Quest jetzt gleich an. Aha. Ich habe dazugelernt. Wenn das Gildenmädchen mich nicht volllabern würde. Ja, komm, machen wir das. Ich wollte jetzt gerade gucken, welche dringende Quest denn jetzt kommt, aber das können wir auch nachher machen. So. Ja. Oh. Oh. Oh, scheiße, das war der. Ah. Okay, ich habe jetzt die Dings übersprungen. Aber er hat mir bloß die dringende Quest gegeben. Ich dachte, er will mir bloß wieder so einen Zettel geben. Ups. Egal. Haben wir das halt nicht, aber ich habe was mit Rathalos und Ratihan gelesen. Was passt das? Sind die dann Low Rank oder High Rank? Low Rank wäre ein bisschen lächerlich. Bei High Rank fast schon ein bisschen viel wäre, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. So, nehmen wir die Walze. Im Vulkan, ja. Ich habe eh gerade beide dabei. Heiß- und Kaltgetränke. So, alle drei drin. Okay, dann geht's los. Zack. Auf geht's. Und dann bekomme ich ein bisschen frisches Fleisch. Also ein bisschen höherwertiges Fleisch. Das ist schön. Ich weiß bloß nicht, was sich dann verbessert. Vielleicht der Angriff. Da habe ich vielleicht einen höheren Angriffsboost. Was cool wäre. Theoretisch hätte ich natürlich die Quest die ganze Zeit machen können. Und mir so dann irgendwann den Dings mal holen. Das höhere Fleisch. Ich bin den falschen Weg gegangen. Der sollte nämlich da oben. Soll ich King kaputt machen? Ja, wäre cool. Ich kann gerade bloß nicht schreiben. Oder wenn ich schreibe, kann ich nicht rennen. Ach komm. Entschuldigung, dass ich dir nicht antworte, aber es ist so dämlich zu schreiben. Da müsste ich erstmal eine halbe Stunde stehen bleiben. Außerdem, was brauchen wir mit dem Low-Rank-Kin? Naja. Es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben zu schreiben, oder? Ich muss mir das wirklich mal raussuchen. Vielleicht kann es mir auch irgendjemand sagen. Ja, da ist er ja schon. Wie das denn ist. Mit dem Schreiben fürs nächste Mal dann. Weil, wie gesagt, die nächste Aufnahme wird sicherlich erst nach der Sommerpause kommen. Ja, gut, aber die Aufnahme. Ich bin ja doof. Die Aufnahmen ja auch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht nachgedacht. Das ist ja wieder hier ein Zeitparadox, wie das Infovideo, das erste. Von dem ich natürlich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme schon voll Bescheid wusste. Nee, aber wie gesagt, das sollte ich es bis dahin noch nicht raus haben. Wobei die nächste Aufnahme wird dann trotzdem wahrscheinlich erst nach dem Video kommen. Weil ich ja jetzt noch einiges aufnehmen werde. Und dann erstmal eine Weile Pause haben werde. Vielleicht werde ich dazwischen nochmal eine kurze Aufnahme machen, wenn ich einfach Lust dazu habe. Aber bloß weil es Spaß macht hier gerade. Es macht nämlich wirklich Spaß wie Sau. Liegt vielleicht dran, dass es jetzt weniger Herausforderung ist und mehr halt bloß rumdödeln, aber okay. Ich lenke das Monster gerade voll ab. Das ist gerade voll heiß auf mich, sorry. Ich wollte nicht eure schöne Falle kaputt machen. Okay, jetzt aber. Sehr schön. Wunderbar. Damit haben wir das Kinn und das war's. Okay. Gut, damit haben wir das Kinn bekommen. Das ist auch gar nicht schlecht. Wo bin ich denn gerade? Hä? Hallo? Ach so, ich stech die ganze Zeit. Hä? Ach so, wir haben gefangen? Wie das denn? Mit der Bombe? Hat jemand ein Dings drauf geworfen? Eine Schlafbombe? Keine Ahnung. Ich da. Oder kann man auch. Nee, man kann doch nicht mit Bomben fangen, oder? Ja, nein? Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht genau, wieso der jetzt pennt. Aber okay. Warte. So. Na, so. Sehr schön. Ah, jetzt wollte ich gerade auch meine Waffe ziehen. Ach Mann. Na gut. Okay, passt doch.
Sehr, sehr schön. Damit habe ich jetzt schönes neues Fleisch. Wunderbar, freue ich mich. Wie gesagt, ich glaube, dadurch bekomme ich... Wow, was wir denn alles bekommen. Dadurch bekommen wir jetzt, glaube ich, einen kleinen Angriffsbooster noch. Mark, hier einige von denen. Ein Schild. Ist der Schild des Kinn? Ich glaube schon, oder? Bin mir gar nicht sicher. Schrot, Schwimmen, Teamspiel, Rucksack. Nee, den Rucksack nehme ich auch nicht. Passt eigentlich. Den Rucksack könnte ich für eventuelle Sammelquests nehmen, aber die haben wir jetzt im Moment nicht mehr. Die werde ich dann, glaube ich, auch alleine machen. Weil so eine... Ja, wobei so eine Sammelquest, da kann man die Leute eigentlich brauchen. Keine Ahnung. Bin mir nicht ganz... Ja, Fleisch hoch. Wunderbar. Gucke ich aber gleich erst, was es bringt. So, jetzt nächste Quest. Haben noch zwei, glaube ich. Jo. Ach so, 15 Renoplos und Bullfangos. Jo, Renoplos. Aber die gehen eigentlich auch... Komm, wir machen die Renoplos. Ach so, halt. So, okay. So. Nein, das war das Falsche. Das. Huch. Irgendwas kam gerade. Egal. Schreibt man die so? Ich glaube ich nicht. So. Komm. Hauen wir das einfach mal raus. Dann passt es, dann haben wir die. Ich mache nämlich wirklich gerne alle Quests. Auch wenn das jetzt natürlich nicht die schwerste Quest ist und ich die alleine machen könnte, aber trotzdem. Geht es schneller. So, jetzt haben wir die Pepezunge. Schaue ich mal, was die bringt. Gesundheit plus 40 und Angriff plus 2. Was hatten wir hier davor? Gesundheit plus 3. Ach, jetzt bekommen wir Gesundheit mehr dazu. Schön, gefällt mir. Okay, jetzt haben wir Angriff plus 2 und Gesundheit. Wow. Dann nehmen wir... Ja, nehmen wir den Regelbrecher. Auch wenn es komplett schwachsinnig ist, jetzt den Regelbrecher zu nehmen, aber okay. Haben wir das jetzt einfach mal gemacht? Noch nicht alle bereit. Jetzt alle bereit. Naja, ich meine, man muss sich auch nicht unbedingt viel vorbereiten für Renoplosse. Aber, naja. Danach dann noch die Bullfangos und dann sind wir schon fertig. Ging fix. Das ist jetzt in einer... Ja gut, in fast anderthalb Stunden. Ja, ein und viertel, ein bisschen über eine Stunde. Sind wir jetzt dran. So. Achso, ich habe ja volle Ausdauer. Sehr schön. Okay, wo... Ja, wir sollten uns aufteilen. Okay, du erledigst die. Dann gehe ich mal weiter nach oben. Hier welche. Ach, jetzt kommen die her lang. Hätte ich auch gleich weitergehen können. Naja, gut. Im Vulkan ist eben ein bisschen schwierig, sich aufzuteilen, weil es gibt ja bloß dieses. Ja, da oben trifft sich halt alles in Gebiet 7. Er ist jetzt da drüben. Gut, dann gehe ich gleich nach ganz oben. Ich frage mich jetzt nur, wo die ganzen sind. Okay, er hat schon mal 5 gefunden. Dachte ich mir schon fast, dass da oben welche sind. Ich hätte gleich weitergehen können. Aber naja. Okay, ich sollte vielleicht mal Kaltgetränke und dann check ich mal gleich weiter oben. Ja, jetzt ist er schon da oben. Das, naja, gut. Erledige ich mal den da. Ich wollte mich jetzt eigentlich gut aufteilen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Mann. Sind da oben jetzt welche? Ich bin mir gar nicht so sicher. Sollten ja aber eigentlich, sonst sind es noch viel zu viel, oder? Nee, es sind Mellings. Gut. Wo sind dann die restlichen Renoplos? Ganz oben können die nicht sein. Oder doch? Nee, eigentlich nicht. 5 Monster noch. Dann sind da drüben welche. Oder da unten? Keine Ahnung, ich fühle mich gerade irgendwie so nutzlos. Hier sind zumindest gerade keine. Da unten war aber gerade auch jemand, glaube ich. Ja, da unten ist gerade jemand. Das ist kein renoplastischer Stein. Ja, aber hier sind auch keine. Vielleicht sind da unten jetzt schon wieder welche neu gekommen. Weil da ganz oben sollten eigentlich keine sein. Da sind eigentlich bloß immer Arknacktore. Und im Zwischengang ist bloß der Gemüteälteste. Ja, auf dem Weg bin ich auch gerade. Macht einfach gerade mehr Sinn, da unten welche zu suchen. So, ich glaube, das könnte die längste Quest von allen werden. Bis wir die Renoplast zusammen haben.
da einfach gerade keine neue Spawn. Aber okay. Jetzt komm, hier müssen noch irgendwo welche sein. Hier vielleicht gerade? Nö. Hier ist nur ein einziges Banabra. Wir brauchen doch bloß noch zwei oder drei, oder? Ja. Hallo, Controller. Okay, gut. Bis ich es schaffen konnte, zu gucken, wie viele Rennenblossen wir noch brauchen, haben wir die Quest geschafft. Okay, sehr schön. Dann machen wir hier nochmal gut gemacht. Und ja, damit hätten wir die Quest. Damit kommt dann nur noch die Bulfango-Quest. Und dann haben wir schon die ganzen zwei Sterne-Quests. Das finde ich sehr schön. Ja, und dann können wir gleich weitermachen mit High Rank. Ich weiß gar nicht, ob der High Rank auch plus zwei Stufen hat. Aber ist Level oder Jägerrang 5 nicht schon... Ich glaube, Jägerrang 5 ist auch schon G-Rank dann. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Weil, naja, das steht jetzt nicht hier. Ich glaube, in den Welten steht 4 bis... Nee, 2, 3, 4... Ach, keine Ahnung. 1 bis 2 ist Low Rank. 3 und 4 ist High Rank. 5 und 6 ist dann und alles über 6 ist dann über G-Rank. Oder ist 3, 4, 5 und 6? Low Rank. Ich bin mir nicht 100% sicher. Werden wir sehen, wie lange der High Rank jetzt geht. Aber ich glaube, oder könnte ein bisschen länger gehen. Vor allem, weil da halt auch noch sehr viel Monster mehr kommen. Ich glaube, hier wird jetzt jedes Low Rank Monster mal abgedeckt. Aber ich bin mir nicht 100%ig sicher. Na, schauen wir mal. Also. Als nächstes sollten die Bulfangos kommen und dann haben wir es geschafft. Jo, 20 Bulfangos, Landarena. Okay. Die machen wir jetzt noch kurz. Na. Okay. Dachte gerade, ich wäre irgendwie, wie sagt man denn jetzt? Getrennt worden, weil die Musik aufgehört hat. So. Jetzt hat der andere auch schon. Ich war diesmal nicht zu langsam. Angriff war... Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das am Anfang Angriff und Verteidigung zu steigern, weil die Quest ja nicht lange dauern wird. Gut, bei einer 30-Minuten-Quest bringt es nichts, aber... Wie gesagt, bei solchen kurzen Quests kann es ja schon was bringen. Wieso? Na, ich kann mal was einpacken. Ich habe nichts zum Einpacken. Ja gut, die beiden vielleicht. Okay. Ein Bogen? Ein Bogen von der Landarena mit lauter Bulfangos? Ich weiß es nicht, ob das so viel Sinn macht. Ja gut. Soll ja auch Spaß machen und soll ja auch jeder das mitnehmen, was er mitnehmen will. Deswegen habe ich ja auch die Dingsregel rausgenommen. Diese, so, die Waffenregel. Einfach bloß, damit sich da jetzt Leute nicht irgendwie verkrampfen müssen und irgendwie andere. Haben wir jetzt einen nicht mitgenommen? Ich hoffe schon. Habe ich es nur falsch gesehen? Oh, ja. Ups. Na komm, erledigen wir die Quest kurz. Ja. Machen wir es kurz fertig, das habe ich nicht gesehen. Er stand da halt schon so, naja, egal. Ist ja jetzt keine wichtige Quest oder keine lange Quest. Ja, die sind, glaube ich, nach einem Schlag tot. Ja, okay, gut. Das war der andere Jäger. Gut, das waren die, aber hier fehlen gerade so ein paar Bulfangos. Hallo? Ich dachte, die kommen jetzt alle gleichzeitig, so wie in Unite früher. In Unite war die komplette Karte immer voll mit Monstern. Das war ja immer das Witzige dran. Gibt's ja echt einen Drachenspeer? Wirklich? Kann man den aktivieren? Nee, oder? Nee, okay. Kann man den in der Dings aktivieren? Hallo? Was ist denn los? Müssen wir die aufschneiden? Müssen die verschwinden, die Toten, damit die... Mein Freund wollte auch mit... Na gut, passen halt bloß drei in die Stadt.
Tatsächlich, man muss erst die... Wie schwachsinnig ist das denn, dass man zuerst die Toten wegräumen muss, bis die... Gut, okay, die Quest ist schwachsinnig. Habe ich jetzt nicht gewusst. Gut, dann räume ich gleich auf. Damit die anderen wiederkommen können. Achso, er kann auch noch aufschneiden. Stimmt, ich glaube, das ist ja so, oder? Dass die anderen dann auch noch da sind? Ne, jetzt kommen nämlich immer noch keine. Falsches Ü. Gibt's hier... Halt, was mache ich denn jetzt gerade? Da. Wie halt, so. Wusch, da. Da. Okay. Freundschaftsanfragen. Damit man sich vielleicht leichter trifft, Ja. Mach ich mal. Jetzt, wo es nicht so viele sind, ich überlege mir es dann vielleicht nochmal, aber... Nee, ich mach's das nächste Mal. Damit ich dann gucken kann, was da alles... Ach komm, scheiß drauf. Ups. Zählt es jetzt als? Müsste ja. Ich glaube, das wird dann auch mit dem Dings, mit dem Netzwerk verbunden, aber passt von mir aus. Jetzt, wo es noch zu wenig sind. Sollte es irgendwann mal vielleicht mehr werden. Dann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nur nicht. Wir werden sehen. Ich bin mir gerade selber nicht so wirklich sicher, was ich denn jetzt genau mache. Oh, noch 5 Monster. Das ist ja ätzend. Ja, und was macht ihr heute noch so? Also ich sitze hier und warte auf Bulfangus. Ey, gibt's ja gar nicht. So. Hock mich hin, kein Bock mehr. Ja, solche Gesten sind schon ganz witzig. Schluss damit! Halt, nein, Schluss damit! Hä? Steh auf, du Trottel! Ich kann nicht mehr aufstehen. Jetzt. Das ist total ätzend, mit dem Gamepad zu treten. So, okay. Wunderbar. Das sind aber bloß 4, das heißt, es fehlt noch einer. Ne, es sind nur 3. Ich dachte, es wäre so eine... Ist das Bulfango gerade von alleine umgefallen? Okay, es sind 4. Ich dachte, es wäre so eine Quest in the Night. Oh. Endlich, meine Güte. Wie gesagt, ich dachte, das wäre so eine Quest wie in Unite, dass alle Monster gleichzeitig kommen. Das war ja dann cool, wenn... Ja, ich weiß noch, da waren ein paar Fällen. Und da sind dann halt... Du musst 30 Fällings erledigen und da waren dann halt auch die 30 Fällings in einer Karte. Zumindest, wenn ich das richtig weiß. Oder die sind halt schneller respawned. Aber so war das ja wirklich mit Warten zwischendrin. Weil niemand kann mir erzählen, dass man von Bulfango so lange braucht, bis die anderen rauskommen. Das kann mir niemand erzählen. Selbst alleine. Und selbst mit Anfangswaffen. Ich meine, das ist die letzte Quest im Low Rank. Da habe ich schon ein paar Waffen. Wie gesagt, selbst wenn ich nur diese Quest, wenn ich sofort in die Stadt gegangen bin und nur diese Quest gemacht habe. Nur die Schlüsselquest. Trotzdem habe ich da irgendwie schon eine Waffe, mit denen ich die
schneller erledigen kann, als die jetzt nachkommen. Und das ist dann einfach bloß eine doofe Quest. Muss ich sagen. Das hat mir jetzt nicht sehr viel Spaß gemacht. Weil eine Quest kann zwar länger dauern von mir aus, aber wenn es dann bloß warten ist... Naja, gut. Die dringende Quest steht an. Die wird auch wieder sehr lange dauern, weil jeder wieder Drachenwaffen mitnimmt. Aber okay, passt ja. Passt ja.